Ja, hallo zusammen, hier ist wieder der Chef Oberboss und heute kommt ein neues Tutorial und zwar ein Let's Paint Bemaltutorial und zwar von hier diesen coolen Geländestücken. Einmal hier so eine Schützengraben, ein Teil davon und Panzersperren. Das Ganze kommt von Mars Terrain. Das ist jetzt hier die Verpackung für 10 Panzersperren, also 10 von den kleinen. Ja, der kleine Assistent hat sie jetzt schon geschnappt, aber ich brauche es ganz kurz nochmal. Weil, da seht ihr nämlich auch die Internetseite von denen, www.mars-terrain.de. Und, ja, die stellen Geländestücke her für Science Fiction Tabletop 28mm und auch Fantasy Tabletop 28mm. Zum Beispiel hier diesen Schützengraben, Panzersperren. Und auch hier zum Beispiel diese Mauer. Und noch mehr Mauern sind da, genau. Da. Ja, okay. So, stellen wir hier die zweite dazu. Und da kann man auch schön sehen, jetzt hier diese alte Fantasy-Ork, der findet dahinter auch gut Schutz. Beziehungsweise hinter der Mauer hier findet auch dieser coole Fantasy-Magier. Gut Schutz. Also das ist ausgelegt für 28mm. Die Jungs können aber auch 15mm Tabletop-Gelände bauen. Da kenne ich mich jetzt nicht so aus. Darum kann ich das hier leider auch nicht vorstellen. Kann ich das vorhalten? Ja, gleich. Mars Terrain, die sitzen irgendwo in der Nähe von Frankfurt und die haben auch einen eigenen YouTube-Kanal. Da stellen sich Michael und Alfred vor. Die machen da den Verkauf und ich glaube, der Alfred kümmert sich da um die Technik. Ja, gleich, kannst du gleich machen. Und die haben auch einen eigenen Internet-Shop, da könnt ihr mal drauf gehen. Da seht ihr, was das kostet. Ist eigentlich sind vernünftige Preise. Ich glaube, hier diese zwei Mauerstücke kosten irgendwas um die 6 Euro. Dann hier 10 Panzersperren kosten 5 Euro. Und hier zum Beispiel dieses Schützenset. Da gibt es aktuell einen Spardeal. Statt kann ich jetzt aufmachen? Nein, statt 17 Euro kriegt man 4 von diesen geraden Stücken plus 2 Endstücke. Also kann man hier auch zum Beispiel kombinieren. Upsi. Und das da kombinieren wir mal. So 4 von denen. Und 2 Endstücke plus nochmal 4 von diesen 90 Grad Teilen für 12,50 Euro. Also jetzt darf ich das aufmachen. Ja. Das ist relativ günstig und vor allem, man muss es halt nicht bauen, sondern man kann es direkt bemalen. Also das ist natürlich ein Vorteil, wenn man nicht so viel Zeit hat. Und aktuell habe ich auch wirklich nicht so viel Zeit. Und dann das aufmachen. Mach so einfach auch. Der Clou bei der Sache ist noch zusätzlich, dass man es nicht basteln muss. Angeblich braucht man es nicht zu entgraten. Das gucke ich mir gleich näher nochmal an. Und man muss es nicht grundieren. Man kann direkt mit der Grundfarbe loslegen. Bitte. Und das werde ich jetzt gleich mal testen. Und gucken, ob das auch so stimmt. Wenn ja, wäre das ziemlich cool. Weil dann spart man sich im Vorfeld ziemlich viel Arbeit. Ganz kurz noch zum Material. Das ist also relativ leicht. Und auch sehr stabil. Also schon mal ein bisschen fester. Platzt nur ein bisschen unten. Also ganz wenig Staub geht da ein bisschen ab. Es ist also ein bisschen staubig, aber ich denke mal, das ist auch deswegen, dass man da direkt auch drauf malen kann. Aber es ist nicht gebrochen, also wenn man damit anständig umgeht, hat man da auch sehr lang Spaß dran. Da sieht man ein bisschen staubig, aber das wird ja nachher durch Bemalung, nachher durch die Versiegelung mit Mattlack, staubt es ja nicht mehr. Das ist eine Gipsmischung mit Keramikanteilen und durch den Keramik wird halt der Gips auch dementsprechend widerstandsfähig. So, genug geschwatzt. Probieren wir es auch einfach mal aus. So, ich habe mich entschieden, das Ganze nur in Grundfarben erstmal anzumalen. Mit Hobbyline Cray. Und, also den Beton. Und den Sand. Einfach mal mit Revell Acrylfarbe Sand. Yellow Sand. Sand.
das. Da ist Sand drin. Also kein Sand drin, aber das ist Sandfarbe. Die habe ich nämlich letztes Mal gesehen und im Geschäft ist relativ günstig und macht auch einen guten Job. Papa. Was denn? Den kenne ich ja nicht. Das ist ein Stormtrooper, aber aus den Episoden 1 bis 3. Das ist ein Klonkrieger. Der sieht ein bisschen anders aus als die anderen, gell? Ich glaube, da kann man. Den Helm kann man nicht abziehen. Oder doch? Nein. Aber der, guck mal, der hat hier so einen Visor. Ja. Der hat hier auch so einen Rock an. Hier hat er noch eine kleine Pistole. Da. Warum dann der nicht aufmachen darf? Weil ich es gleich aufmache. Und danach wasche ich das Ganze einfach mal den Sand mit Acrax Earthshade und den Beton mit Nullen Oil. Und dann gucken wir mal, wie das Ergebnis aussieht. Starten wir einfach mal mit dem Hobbyline Grey, Grau. Und einem Large Brush. Ja, tragen wir jetzt einfach mal hier so toll. Bäh. Okay, das war schon mal falsch. So nicht machen. Ich wollte nur den Beton so malen. Einfach hier so drauf malen. Kann natürlich die Farben noch ein bisschen verdünnen. Ich merke gerade, dass das Material ziemlich saugfähig ist. Ja, ansonsten lässt sich gut bemalen. Fertig! Ja, bisschen mehr Wasser dazu und dann läuft es auch besser. So, ich werde jetzt hier einfach mal noch ein bisschen Wasser reinträufeln. So, ein bisschen rühren. Und ja, tatsächlich geht es schneller. Also hier muss man auch nicht so genau malen, weil nachher gehen wir ja nochmal hier einfach mit dem Sand auch drüber. Okay, ich habe jetzt direkt 4 Stück und die 2 Endstücke mit Grau angemalt. Rückseite, ein bisschen von der Unterseite, aber nicht viel. Und man muss aufpassen, manchmal sieht man hier noch kleine Stellen mit Weiß, da muss man dann nochmal kurz drüber gehen. Aber ansonsten geht es super gut, man sieht auch schön noch die Struktur. Und man braucht halt schon stark verdünnte Farbe, damit es schnell geht. Weil das ist super saugfähig, das Material, ist halt Gips mit Keramikanteil. Der Vorteil ist, dass es auch sehr schnell trocknet. Ich habe jetzt beim schnellsten ungefähr, also beim schnellsten genau 1 Minute 45 gebraucht und im Durchschnitt so 2 Minuten nur für das Grau anmalen pro Teil. Geht bestimmt noch schneller, ich habe es jetzt nur bei den 4 Stück gemacht. Wenn man Übung hat, geht es bestimmt noch ein bisschen schneller. Als nächstes bemalen wir noch den Sand mit der Sandfarbe. Gleich! Aquacolor, Acrylfarbe, Sand. Und das Coole ist, man hat hier den umgedrehten Deckel. Da habe ich jetzt noch ein bisschen Wasser beigefügt. Und dann malen wir den Sand einfach ganz schnell in der Farbe. Am Rand muss man jetzt ein bisschen aufpassen. Wobei, wenn man drüber kommt, ist auch nicht so schlimm. Seite auch. Da kommt ja das Abschlussteil dann da drüber, also überhaupt kein Problem. Damit es keine weißen Blitzer gibt, wenn man das auf dem Tisch stehen hat, male ich einen Teil von unten auch noch mit. Da passiert dann nichts. So, das Teil mache ich auch gleich noch. Bis gleich. Für den Sand habe ich 1 Minute 25 bei dem schnellsten gebraucht. Allerdings
sollte man danach nochmal überprüfen, wenn alles getrocknet ist, ob hier noch weiße Stellen sind. Hier sind ein paar. Da geht man dann einfach nochmal ein bisschen drüber. Also dauert es ein bisschen länger. Hier sind ein paar mehr. Das sieht nachher nicht schön aus. Bevor wir jetzt weitermalen, das sind jetzt so die Grundfarben, jetzt kommen die Washes gleich zum Einsatz, werden wir jetzt dem Gelände dem Assistentencheck unterziehen. So, und zwar der Assistent bemalt jetzt auch mal dieses Stück. Dieses Stück. Genau. Dann gucken wir mal, ob er das gut schafft. So, du kriegst jetzt von mir Farbe und den Pinsel. Na, macht schon noch nicht schlecht. Mach hier noch ein bisschen Wasser hier rein. So. Sehr gut. Und auf der Rückseite noch, genau. Kannst ruhig umdrehen. Also, Achtung, dass du es besser siehst. Und macht es Spaß? Kann man es gut auftragen, die Farbe? Mhm. Alle rennen da auch schon so rein, oder? Mhm. Oder, Papa? Mhm. So, der Assistent, der Große, der hat jetzt was alles angemalt. Zeig mal kurz. Das und das. Und hier diese ganzen Panzersperren. Bei den Panzersperren sehe ich direkt noch ein paar Verbesserungsmöglichkeiten. Da muss noch ein bisschen nachgearbeitet werden, gell? Mhm. Lassen wir erstmal trocknen. Genau. Stopp noch, ich mach's auf gleich. Und das hier sieht schon gut aus. Sehr gut aus. Vielleicht ein bisschen viel Farbe. Das nächste Mal ein bisschen weniger nehmen. Genau. Ja, aber. Das ist jetzt schon ganz gut getrocknet. Los, Papa! Gleich. Und dann kannst du da hier schon mal den Sand anmalen, bei dem hier. Das ist gut, oder? Gut. Ja, Achtung, gut. Die ist relativ dickflüssig. Das heißt, da machen wir noch ein bisschen Wasser rein. So. Jetzt musst du aufpassen, dass du nicht den Beton anmalst. Lass es in der Mitte stehen, ich brauche es auch noch. Ich male auch. So, ich rühre es gerade mal schon ein bisschen. So. Gleich. So. So geht das. Genau, sag ein bisschen was dazu. So geht das. So geht das. So geht das. Mhm. Ihr müsst das auch mal so machen, wenn ihr es könnt. Aber manchmal verwackel ich mich auch. Wie hier, oder Papa? Oh ja. Sieht aber schon ganz gut aus. Genau. So, und das lassen wir jetzt mal trocknen. Ja, weil ich ganz viel Farbe genommen habe. Mhm. Ja. Jetzt kannst du das mal noch anmalen, genau. Super. So.
Das trage ich mal dorthin. So! Genau. Macht es Spaß? Ja. Ist es entspannend? Ja. Können wir jedem empfehlen, oder? Ja. So, während alles trocknet, habe ich jetzt hier bei einem Endstück noch gesehen, da ist noch so eine Platte drüber. Die malen wir jetzt gerade noch mit Chainmail an. Wenn das getrocknet ist, geht's weiter. Genau. Ich mach gerade die Reststücke. Nee, du machst die Panzersperren. Die Panzersperren, wo ein bisschen noch weiß ist. Einen kleineren Pinsel in der Hand habe. So. Hier kann man auch hier oben ganz vorsichtig drauf malen. Also die habe ich schon. Das habe ich jetzt auch schon. Da ist auch noch was. Kann man jetzt aussuchen, mit welcher Farbe man weitermacht. Ich mache jetzt mal Arkax Earthshade in Sand. Vorher gut schütteln. Ist jetzt nicht mehr so viel drin. Und machen mit einem normalen Washbrush. Schön eintunken. Dann einfach hier so drüber streichen. Hä? Hä? Die hat die ganze Lohn. Die sind ja noch da, hat sie gesagt. Da würde ich jetzt auch gar nicht mit Farbe sparen, weil wenn man zu wenig nimmt, dann kommt der Effekt nicht so gut drüber. Und so läuft es da schön rein. Und jetzt sieht man hier auch schon schön. Was willst du mit dem Bär? Den Unterschied? Du dann hier. Ja. Dann gewascht? Nein, hier bleibt. Nicht gewascht. Der Sand. Das gut trocknen lassen, dann geht's weiter. Das Waschen mit Arkax Earthshade hat jetzt für ein so ein Stück ca. 40 Sekunden gedauert. Und sauber! Mal mehr, mal weniger. Super. Ich mal auch. Ich helfe dem Papa. Mhm. Sag doch mal ganz kurz was hierzu. Das hast du jetzt angemalt mit Sand. Hat es gut geklappt? Ein bisschen. Ja, und was ist hier an der Seite? Da habe ich ein bisschen drüber gemacht. Mhm. Macht aber eigentlich nichts. Das könnte auch verwittert sein oder ein bisschen sandig. Hier ist es vielleicht ein bisschen übertrieben, oder? Mhm. Da können wir nochmal mit Betonfarbe drüber gehen an der Seite. Mit der. Genau. So? Ja. Wenn das Arkax Earthshade gut getrocknet ist, ist noch nicht ganz getrocknet, aber es geht schon, werde ich mit 0 Öl weitermachen. Das habe ich vorher gut geschüttelt. Ist auch nicht mehr so viel drin. Ah. So, und ja, tragen wir jetzt einfach mal hier auf den Beton auf. Schön dick. Genau. Genau. Wenn es ein bisschen ins Arkax Earthshade reinläuft, ist es nicht schlimm. Genau. Voll lustig, wenn ich genau sage. Ja. Genau. Also da gibt es eigentlich überhaupt keine Probleme. Der Ork. Psst. Ich zeige euch gleich den Ork. Du musst nur dann hier ein bisschen langsam machen und hier nicht mehr so viel Farbe haben. Ich zeige euch gleich den schönen Ork. Okay, kann jeder selbst weitermachen. Den Mama Fall und sieht ich das schon cool aus. Haben. So. Super Ork. Der Assistent hat mich gerade übergestoppt und für nur das Waschen von dem Beton habe ich wie lange gebraucht? Eine Minute 25.
20 Sekunden. Genau. Also für komplett hier hinten, hier oben, hier, hier und an der Seite. Und vor allem hier ist es dann halt, dauert es am längsten, weil man da ja natürlich nicht will, dass es hier zu weit in den Sand reinläuft. So, während ich jetzt die Geländestücke hier weitermache, sind hier wieder die Assistenten und Gastassistenten da und bemalen Goblins. Und zwar erstmal grundieren. Und danach geht's weiter. Gleichzeitig haben sie hier noch ein paar Goblin-Zelte gebaut. Und zwar nach dem Tutorial vom von Cadia TV. Ja. Sagst du nicht Tschüss? Nee, weil ich ja jetzt noch weiter filme. Und zwar, die Geländestücke hier sind jetzt getrocknet. Könnte man jetzt so einfach matt lacken. Aber wäre jetzt noch, also wir haben jetzt glaube ich 5 Minuten 45 Sekunden Arbeit hier reingesteckt, das ist nicht viel. Und wenn man es jetzt noch ein bisschen verbessern will, dann bürstet man gerade noch den Beton und den Sand trocken. Und das zeige ich euch jetzt kurz noch. So, dazu nehmen wir die Grundfarbe für den Beton, also Hobbyline Grau. Und putzen den jetzt hier an dem Küchenpapier, was wirklich schon ziemlich alt ist. Das muss ich jetzt langsam mal wegschmeißen. Ist kaum noch Platz. So weit aus, dass der relativ trocken ist, der Pinsel. Und dann ja am besten hier einfach mal an einer Stelle probieren. Ja, der ist noch ein bisschen nass. Das heißt, darf man nur ganz, ganz leicht hier über den Beton ziehen. Und da sieht man, da werden die Kanten schön akzentuiert, heißt das. Und das sieht dann einfach cool aus. Genau. So. Genau. Und mehr brauchen wir da gar nicht machen. Genau. Hier einfach ein bisschen drüber. Genau. Und da kriegt das ganze Ding noch ein bisschen mehr Struktur. Und das ist der ganze Trick beim Druckenbürsten. Habe ich auch schon in ganz vielen Tutorials angewandt. Ist immer wieder gut. Gerade für Geländestücke nimmt man einen großen Pinsel und da geht es ruckzuck. Ich stoppe auch gleich nochmal die Zeit, wie lange ich dafür brauche. Aber ich glaube, also wir kommen bei dem Geländestück, bei dieser Geraden auf jeden Fall unter, ich denke mal, unter 8 Minuten raus oder so. Und das ist ja wirklich nicht viel Arbeit. Ja. Das gleiche machen wir gleich noch im Sand, zeige ich noch kurz und dann sind wir fertig. So, ganz kurz zeigen. Unterschied zu dem. Sieht man ganz gut. Und hier musst du machen. Hier musst du anmachen. Was habt ihr mit denen jetzt bis jetzt gemacht? Wir haben die Schwerter gold angemalt. Mhm. Genau. Und vorher habt ihr die anderen schwarz angemalt, gell? Ja. So, jetzt halten wir mal die Hand hier so hin, damit das fokussieren kann. Genau, da sieht man, das sieht schon sehr gut aus. Und das hat Mhm. Ist das eine magische Waffe, weil die Gold ist? Ja. Okay. Gut. Dann lassen wir es noch kurz trocknen. Könnt ihr dann die Haut von dem Goblin anmalen? Dann der kleine Gastassistent hat hier noch ein Zelt in Blau gemalt. Sehr schön. Willst du noch ein Zelt basteln? An das Zelt jetzt. Dann leg das mal da hinten hin zu trocknen. Hab ich davon. So, und hallo. Ich... Und ich werde jetzt, nachdem ich den Beton trocken gebürstet habe, jetzt noch schnell den Sand trocken bürsten, dann sind wir auch damit fertig. Und dann gehen wir es essen. Also mit der Grundfarbe Sand habe ich jetzt hier schon auf dem Trockenbürstpinsel. Und da gehen wir jetzt einfach hier lecker drüber. Geht sie jetzt gleich essen? Ja. Ich bin fertig. Dürfen wir nicht nochmal die Haut anmalen? Doch, das machen wir noch. Da sieht man... Das sieht dann nochmal viel, viel besser aus, gell? Und wenn man dann noch Lust hat, muss dann jeder für sich selbst entscheiden, kann da noch ein bisschen Weiß drunter mischen, dann wird dann der Sand noch ein bisschen heller und in den Vertiefungen bleibt das Schwarz aber erhalten. Und das sieht dann echt cool aus, oder? Ja. Da bin ich hier. Hier ist ein Glas.
Das sind die Zelte von dem Stamm der Gabelgoblins und der Löffelgoblins. Ich soll auch was basteln. Gleich. So, jetzt habe ich noch ein bisschen Weiß dazu gemischt. Ja, da sieht man, wird halt noch ein bisschen weißer. Ja? Vor allem hier die Steine. Hier ist weiß. So. Hier ist weiß. Und ich schätze mal, dafür brauchen wir maximal 20, sagen wir mal 30 Sekunden. Da sind wir bei 6,30. Sind wir genau bei 7 Minuten für dieses Geländestück. Und dann kommt noch das Mattlacken. Ja, also ich denke mal, das ist in Ordnung, 7 Minuten, oder? Arbeitszeit. Hier hinten, also unten haben wir es natürlich nicht bemalt, weil es steht ja einfach so. Okay. Da kommt das. Okay, wir sind hier wieder in den Chef-Oberboss- und Assistentenstudios. Stopp, die sind noch nicht gemattlackt, darum damit noch nicht spielen. Assistent hat hier schon mal was vorbereitet. Genau, hat hier schon mal den Graben ja weitergeführt. Du musst hier noch so machen. Ja, mache ich gleich. So sieht es zurzeit aus. Stopp, die sind noch nicht fertig. Das sind jetzt hier die fertigen Stücke. Die müssen nur noch gemattlackt werden. Die werde ich jetzt noch ganz kurz brushen. Und hier diese sind auch fertig. Dazu wollte ich kurz noch was sagen. Die sind also ganz genau angemalt wie hier die Betonteile, also einfach Hobbyline Grau, dann mit Nullenöl gewascht und danach nochmal mit Hobbyline Grau gebrusht. Und zwar die Grau anzumalen dauert ungefähr 30 Sekunden, danach das Waschen mit Nullenöl sieht dann danach. Ups. Eieiei. Sieht danach dann so aus. Das dauert auch nochmal so 20 Sekunden und danach das Grau brushen. Das sind die Schritte. Das dauert auch nochmal 30 Sekunden. Also komme da ungefähr auf 1 Minute 20, 1 Minute 30. Und danach sieht er dann so aus. Kann man nichts dagegen sagen. Dumm. Und es gibt noch einen kleinen Unterschied. Der hier, den hatte ich vorher einfach nur schwarz angemalt und dann einfach nur nicht mit Nullenöllen gewascht, sondern einfach mit Grau drüber gebrusht. Und dann sieht er ein bisschen dunkler aus. Eher wie Obsidian, würde ich jetzt mal sagen. Das sind also zwei verschiedene Möglichkeiten. Ich finde, als Beton finde ich es eigentlich, hör mal auf, finde ich es die zwei linken besser als den einen. Aber das kann jeder machen, wie er will. Hallo. So, und jetzt zeigen wir kurz noch, wie der Assistent seine Stücke weitermalt. Bis gleich. So, der große Assistent zeigt euch jetzt mal, wie man kinderleicht hier diese Panzersperre wascht mit Nullenöl. Den Farbeimer, den habe ich unten mit Patafix festgemacht, damit er nicht umfällt. Genau. Und der große Assistent wascht jetzt. Musst nochmal reintunken. Das ist ein richtiger Washbrush. Der muss sich erstmal voll Farbe saugen und dann gibt er die Farbe auch gut ab. Jetzt schnell überall drüber. Ja, am besten nur oben. Genau. Sehr gut. Vielleicht nicht ganz so viel Farbe. Aber oder schneller jetzt arbeiten. Du musst arbeiten. Sehr gut. Und nicht ablenken lassen vom kleinen Assistenten, der mit Mauarm oder irgendwas da rumläuft. Sehr gut. Genau. Ist also kinderleicht, oder? Mami, darf ich selber was essen? Genau, und danach mit dem Pinsel einfach wegschieben und sich das nächste holen. Selber essen. Hier sieht man nochmal den Unterschied. Das ist in Grundfarben bemalt. Vom großen Assistenten. Und das ist dann das fertig gewaschte und nochmal kurz drüber gebrushte Endprodukt, was nur noch gemattlackt wird. Also schon die Washes und das Trockenbürsten machen hier aus diesen eher eintönigen, bemalten Geländeteil ein vielschichtiges, schönes Geländeteil. Die befestigte Stellung und die Panzerbarrikaden sind fertig.
gemattlackt, angemalt, gemattlackt und alles. Und ich habe jetzt hier mal eine kleine Orgstellung aufgebaut mit den Panzersperren abwechselnd in Reihe hintereinander, sodass wirklich kein Panzer vorbeikommt oder es wird auf jeden Fall ein bisschen schwieriger. Und hinter diesen coolen Barrikaden haben sich die Orks mit 3 MIG-Bomben verschanzt. Und für alle Infanterie, die dann doch durchkommt, steht dann hier eine kleine Einheit von Ork-Ballerboys bereit, die die gegnerische Infanterie dann erstmal zusammenschießt. Hier ist auch eine fette Bombe. Und dann geht es in den Nahkampf und da steht hier dieser Boss bereit mit einer Megakralle und zerfetzt dann alle anderen. Ja, außerdem werden die MacGuns hier von den tapferen Gretchens bemannt. Ich habe jetzt hier mal jeweils nur 2 Stück pro MacGun hingestellt und die warten darauf, die Gegner aus der Ferne zu beschießen. Ja, ich finde, sieht super aus. Man kann jetzt natürlich, das ist jetzt alles relativ schnell bemalt, man kann es noch ein bisschen verfeinern, indem man noch ein bisschen Gras hier auf den Barrikaden noch anfügt. Man kann natürlich auch ein anderes Farbschema wählen. Ich habe das jetzt mal hier so schnell gemacht, dass es so aussieht, als ob das frisch aufgehäufter Sand wäre mit dem Betonfundament hinten dran. Ja, und ich sag mal, für die Zeit pro Stück ist das echt eine super Bemalung. Das hat sich gelohnt, das anzumalen. Und Master Rain hat auch echt recht gehabt mit ihren Versprechen, dass man die Geländeteile vorher nicht grundieren muss und auch nicht entgraten muss. Hat super funktioniert und ja, geht super schnell, super einfach, sieht super aus. Also werde ich mir davon noch ein paar andere Sachen zulegen. Okay, das war's. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich immer über positives Feedback und natürlich über einen Daumen hoch. Jo, würde sagen, bis zum nächsten Mal, euer Chef-Oberboss. Tschüss, macht's gut.